So, und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von Wunder Wunder Sniper Elite 4. Gucken wir doch mal, was man. Oh, das... Ja. Er schießt, ich sehe keine Adler. Ah. Hm? Ja, halt die Packen. Ach, die kann man da schießen, die Dinger. Ja. Ich guck mal, ob ich hier den ganzen Wirrwarr irgendwo noch. Ich habe keinen gefunden. Ist hier schlimmer als jedes Wimbledon-Spiel, ey. So. Wollen wir mal das Hauptquartier suchen? Ja, gefühlt sind wir ja irgendwie drin und irgendwie doch nicht, oder? Ja, das ist, glaube ich, weiter unten. Schön, mit der Gewehrmunition. Aha. Ja, war jetzt auch leicht übertrieben, aber naja. Ach was. Nehmen wir mal einen kleinen Verband. Oh, ne. Da waren wir schon. Boah, schnauf nicht so. Das ist sicher das Hauptquartier. Aber wo steckt Sophia? Also ich hab's Hauptquartier gefunden. Ach gut. Rucksackladungen. Die werde ich wohl brauchen. Ja, die können wir mit Sicherheit gut gebrauchen. Nein. Laut Sophias Nachricht ist sie zur Burg gegangen. Du solltest hier vielleicht auch nochmal reinkommen. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ich suche ja gerade, wo du bist. Ja, warte. Du bist ja schon fast in der Nähe. Hier. Ah, da. Weil alles, was hier so, kannst du ja einmal rumrennen, ne? Da gibt es ja mal gut Muni und so. So. Ne, ich will vorher nochmal dahin. Definieren. Wo wollen wir denn jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Ich würde gerne mal zum Friedhof. Ja.
Dann sollten wir da vielleicht mal hingehen. Oh, ich habe gerade noch mal ein paar Dokumente aufgenommen. Mhm. Ich habe da durch Zufall rumliegen sehen. Was? Ich habe durch Zufall rumliegen sehen. Die Ach fallen so, echt verschnitt auf, ey. Das ist abartig. Was? Die fallen echt verschnitt auf, wenn da irgendwo mal mitten in der Pampa Dokumente rumliegen. Ah. Gerade für so einen blinden Seppel wie mich. Aber hier ist eigentlich nicht wirklich viel los. Also das ist doch der Friedhof. Oh, da rennt zumindest mal zwei. Oh, da sind aber etliche Leutis. Kommt drauf an, wo du bist, ich sehe nichts. Ja, siehst du nicht die ganzen weißen Punkte auf der Minimap? Ah. Jetzt, wo du es sagst. Ich wollte gerade sagen, bist du so blind? Lecker, okay. Das waren aber nicht wir. Ich glaube, das sind die. Alle Hände voll zu tun. Vielleicht sollte ich ihnen helfen. Das sind, glaube ich, die Rebellen. Oh, das sind gute. Alles klar. Welche sind gut? Der, die im blauen Dingens haben. Ah, okay. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich hier einfach mitballer. So, der ist eine Geschichte. Meine Güte, die siehst du gar nicht so schnell. Na, komm da raus! Sich hier noch wer versteckt. Oh, ich sollte mich vielleicht mal
ein bisschen heilen. Ich habe auf der Map noch zwei. Ja, zwei gelbe Punkte, ne? Ja, ja. Ich gehe jetzt erstmal zum Friedhof. Ja, okay. Schlüssel zum Mausoleum benötigt. Ich hab nur keinen Plan mehr, wo man den herbekommt. Schatz? Ja? Komm mal. Du hast doch eine Rucksackladung. Ja, wieso? Rucksackladung platzieren, dann kommt man von der Seite ins da rein, glaube ich. Der ideale Ort, um Sophias Geschenk auszuprobieren. Und wie kann man die jetzt auslösen? Auf Schießen oder was? So lande ich mit Sicherheit in der Hölle. Und wenn man drauf schießt. Okay. Jetzt ist die vordere Tür auch offen. Na toll. Da hat jemand Beziehungen nach ganz unten. Kalamin. Schön, dass du was gehört hast. Du bist ja gerade erwürgt oder was? Das ist interessant. Ich bin gerade einfach nur hochgelaufen hinter dem und dann erstmal schön. Erwürgt. So, jetzt müssen wir. Schieß drauf. Wollte gerade sagen, sie haben die Ehre. Habe die Ehre, hebt die Haare. Ah, schön. Noch mal ein bisschen Gewehrmunition. Verbrennt's ein bisschen. Hoffentlich bin ich nicht zu spät. Wir sind ein paar Tote. Oh, ein Video. Ja.
Sie müssen der Engel sein. Wir müssen. Na, wie ein Engel sieht's ja, wenn ich aus. Scharfschütze. Schön, Sie hier zu sehen. Sie hat uns gerettet. Worauf warten Sie noch? Reden wir. Er kann sie nicht leiden. Wohl, wahrscheinlich schon. Oh, das war ich schon. Was? Oh. Fortschritt bis zur Perfektion 80%. Na, gar nicht mal so schlecht. Na, ich bin bei 82%. Warte mal, ich kann ja mal zu dir rüberschalten. Ja. Wir haben auch alle optionalen Ziele mit erwischt. Gut, Herausforderung. Das ist mal irgendwann. Das ist dann mal, wenn man es vielleicht mal ein bisschen besser ist. Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen besser wie am Anfang. Aber halt auch nicht. Aber meine Genauigkeit ist wieder mal besser als deine. Ja, ich habe zwischendurch ja auch Maschinenpistole. Ja, ich weiß. Aber das tut mir übrigens leid, dass ich den einen Typi einfach so neben dir, direkt vor dir erschossen habe. Aber ich dachte mir, das ist in Ordnung, wenn ich das so mache. Oder? Ja. Aber, naja. So. Oder besser gesagt, Söhne mit S und Ö. Dann würde ich sagen. Ja, ich bin Level 12 aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch, ich bin Level 4. Das hat mir 2 Level gebracht. Das finde ich schon mal gut. Oder? Ja. 1,5. Aber. Oh, Mission Viadukt Rilli. Regilino. Mein Gott. Regilino. Viadukt Regilino. Ja, ich würde sagen, die aber Mission können wir anschmeißen. Ist ja eh ein bisschen Quassel. Na, warte mal ganz kurz. Weil, dann können wir nämlich auf dich umschalten. Nein, das wollte ich nicht. Zoom. Fehlen mir noch 4 oder so. Ja, da war die Map jetzt echt ein bisschen. Ja, die war jetzt ein bisschen doof. Ja. Aber man kann ja mal gucken. Also ein bisschen was habe ich ja hingekriegt. Nur mal kurz. Aber bei 200 Metern kannst du es vergessen mit dem Zoom. Na, dann mach mal bitte breit. Oh, ich mach bereit. Gut, dann starten wir mal. Ich weiß gar nicht, wie weit ich war, ob ich hier überhaupt schon gespielt habe. Sieht aber interessant aus. Aha. So, dann sind wir jetzt mal leise. Oh, oder auch nicht. Ein Video. Das dann quatschen wir hier mal und sind dann leise. Ah. Der Scharfschütze. Mein Name ist Lucio. Ja, Lucio, aus der alten Burgruine. Der Engel hat euch rechtzeitig gerettet. Ja, er. Das hat sie. Sie ist ein barmherziger Engel, hm? Naja, eher ein Racheengel, wenn ich mir die Anzahl der getöteten Faschisten so ansehe. Mag sein, aber sie tötet nur böse Männer, hm? Und, was ist mit ihnen? Töten sie auch nur die Bösen? Aber ja doch. Okay. Der hält sich dafür sehr lustig. Komm, sprechen wir noch mit der Tante, mit Sophia. Sie haben mich schnell an der Burg gefunden. War das ein Test? Ob ich Ihrer Sache verpflichtet bin? Unsere Leute sollten hingerichtet werden. In der Vergangenheit war nicht immer Verlass auf die Alliierten. Ist es das, was Sie wollen? Sie testen. Probieren Sie es. Na gut. Ein Eisenbahngeschütz steht am Viadukt. Es hat viele unserer Leute getötet. Und wenn die Alliierten kommen, wird es auch viele ihrer Leute töten. Warum haben Sie es nicht selbst außer Gefecht gesetzt?
Betrachten Sie es als Herausforderung. Tja, Mädel. Aber ich würde sagen, hier ist... Ah, einen haben wir noch, einen haben wir noch. Karl, Sie haben ein Englein gehört. So ist es. Passen Sie auf. Ich habe einen Informanten namens Dorfmann. Weit oben in der Nazi-Hierarchie. Kann man ihm trauen? Nun, bisher war er stets eine verlässliche Quelle. Angeblich gibt es ein größeres Munitionsdepot in der Nähe des Viadukts. Und Sie wollen, dass ich es zerstöre? Da fragen Sie noch. Irgendwie mag ich den Schleimer nicht mit seinem Kompass. So, meine Lieben. Oh ja, hier haben wir eine sehr schöne Karte. Gut. Ich würde sagen, wie sich mein Frauchen in der nächsten Folge anstellt, werden wir, wie schon verraten, in der nächsten Folge sehen. Also, bis dann, habt noch viel Spaß und ciao, ciao. Tschüss.